Landwirt Fahrbericht. Die neueste Technik im praktischen Einsatz. Mitten im Sommer präsentiert Pöttinger seine neue Hitparade. 6 Z-Wender mit 4 und 6 Kreiseln. Noch vor dem Serienstart konnten wir den größten 4-Kreisler und den kleinsten 6-Kreisler bei der Heuernte probefahren. Für den Hit 6.61 gibt der Hersteller eine Arbeitsbreite von 6 Metern an. Die 6 Kreisel sind mit jeweils 5 Zinkenarmen bestückt. Die Kreisel des Hit 4.54 sind größer und arbeiten mit 6 Armen. Sie nehmen das Futter auf einer Breite von 5,40 Meter auf. Beide Geräte lassen sich hydraulisch auseinanderklappen. Beim Hit 4.54 müssen vorher die Kreisel nach außen gedreht werden. Serienmäßig sind die Z-Wender mit einem Schwenkbock ausgestattet. Die Dämpfungsstreben zentrieren das Gerät beim Ausheben mit dem Herzbolzen automatisch in Mittelstellung. Für den Oberlenker gibt es 2 fixe Positionen und ein Langloch. Für Straßenfahrten müssen das Langloch und der Schwenkbock gesperrt werden. Ein optionales Hydraulikventil am Hit 6.61 sperrt beim Ausheben die äußeren Kreisel. Das bringt mehr Bodenfreiheit bei Wendemanövern. Unsere beiden Hit-Kreisler waren mit dem optional erhältlichen Tastrad ausgestattet. Es sorgt für eine bessere Bodenanpassung in kupiertem Gelände. Pöttinger verbaut jetzt auch in dieser Geräteklasse den neuen Dynatec-Kreisel, bei dem die Zinkenarme direkt mit dem Kreiselteller und zusätzlich mit der Kreiselnarbe verschraubt sind. Die Neigung lässt sich werkzeuglos in 3 Stufen einstellen, um das Streubild bei wechselndem Futter zu optimieren. Die geschwungenen Arme mit den ungleich langen Zinken sollen das Futter noch schonender behandeln und verhindern Ablagerungen auf den Armen sowie ein Wickeln der Kreisel. Den Antrieb übernehmen wartungsfreie Doppelkreuzgelenke. Lediglich die einzelnen Getriebe sind mit einem Schmiernippel versehen. Die neue Gelenkwellenhalterung schwenkt automatisch zur Seite. Alle Schläuche und Kabel sind sauber im Inneren des Rahmens verlegt. Insgesamt sind es viele Detailverbesserungen, welche die Arbeit angenehmer machen. Neu ist auch die optional erhältliche Grenzstreueinrichtung. Beim Vierkreisler muss man die Räder einzeln von Hand schräg stellen. Der Mechanismus sitzt jetzt an der Oberseite. Beim Sechskreisler gibt es auch eine hydraulische Ausführung. Eine gut einsehbare Markierung zeigt die Stellung der Räder an. Bei der Arbeit am Hang kann man die Grenzstreueinrichtung auch nutzen, um einem seitlichen Abdriften entgegenzuwirken. In puncto Flächenleistung unterscheiden sich die beiden Geräte nur geringfügig. Aus Sicht der Arbeitsqualität spricht aber einiges für den breiteren Hit 6.61. Die kleineren Kreisel werfen das Futter weniger weit und legen es dadurch lockerer ab. Das Mehrgewicht von 250 Kilogramm ist am Hang kaum spürbar. Durch den kleineren Kreiseldurchmesser ist das Gewicht näher am Traktor. Unser 75 PS starker Steyr Kompakt kam mit beiden Geräten gut zurecht. Mit einem Listenpreis von 9.120 Euro inklusive Mehrwertsteuer ist der große Vierkreisler um knapp 2.500 Euro günstiger als der kleine Sechskreisler. Im September möchte Pöttinger die ersten Serienmaschinen ausliefern. Unseren ausführlichen Fahrbericht lesen Sie in der Landwirt-Ausgabe 14/2014.